McGregor, Saturday, August 26th, at the MGM T-Mobile Arena on Showtime Pay-Per-View. Oh, was geht ab, Leute? Hong hier. Nächsten Monat, der krasseste Kampf. Mayweather vs. McGregor. Das ist so wie ein Solo-Raid. McGregor ist Level 40 Spieler, alle Pokémon auf Max. Und Mayweather ist ein Level 4 Raid. Und er muss ihn alleine bezwingen, was eigentlich unmöglich ist. Und heute geht es darum, dass ich meine Pokémon vorbereite für die 3er Solo Raid. Dazu jetzt mehr. So, heute werde ich ein paar Pokémon vorbereiten für die 3er Solo Raid. Habe ich echt vor, diese Woche ein paar zu machen. Beziehungsweise habe sogar schon ein paar gemacht, die zeige ich euch später noch. Echt krasser Kampf, ich freue mich echt drauf. Mayweather wird wahrscheinlich gewinnen. Aber in meinem Herzen hoffe ich, dass McGregor gewinnen wird. Aber schauen wir mal. Bevor wir über die Raids reden, beziehungsweise über die Solo-Raids, kamen gestern ein paar Fragen, und zwar zum 100% Despotar. Und zwar die Frage war, woher wussten wir, dass der 100% hat, bevor wir ihn überhaupt gefangen hatten. Und das ist ganz einfach. Es gibt eine Liste und die zeigt dann an, wie viel WP ein Pokémon haben muss, ein Raid-Boss, damit es 100% hat. Und zwar läuft es so, funktioniert es so, dass die ja immer Level 20 sind. Und das ist genau dasselbe Prinzip wie bei den Eiern. Kleiner Unterschied ist halt, dass bei den Eiern, wenn man unter Level 20 ist, kriegt man auch Eier unter Level 20. Aber bei den Raids sind die Pokémon immer Level 20. Und dadurch ist es halt so, dass die stärksten Pokémon, also das zum Beispiel Galaxo mit der höchsten WP, das ist in dem Fall zum Beispiel 1917, das hat dann 100%. Und wie weniger WP es hat, desto weniger IV. Dementsprechend, wenn etwas sehr nah an 1917 zum Beispiel ist, dann weiß man zum Beispiel, es hat 98 oder 96 oder 93%. Und dann kann man dementsprechend entscheiden, ob man goldene Berge oder gelbe Berge werfen will, wenn man schon sieht, aha, okay, der hat ungefähr schlechte IV oder die IV, die WP ist relativ hoch, dementsprechend relativ gute IV, schmeiße ich mal lieber goldene Berge und so. Das ist so ein kleiner Hinweis für die Leute, die das nicht wussten und gestern ein bisschen verwundert waren, woher wir wussten, dass der 100% hat. Und gestern sehr leider Moment, ja, er hat nicht so gut geworfen, aber auf jeden Fall blende ich hier jetzt eine Liste ein. Ich werde die wahrscheinlich kürzen müssen, da sind alle Raid-Bosse drin, mit Max WP, damit man sieht, wie viel die 100% haben. Aber mich interessieren erstmal nur die Dreier hier. Da sieht man auch ein paar Vorschläge, was gut ist und so. Ich habe auch schlechtere Listen gesehen, da war zum Beispiel bei Akani angegeben Starmie und Impagato oder so ein Scheiß, also das war richtig schlecht. Und dann letztens im Video, wo ich Akani ganz, ganz knapp nicht geschafft habe, haben mir ein paar Zuschauer vorgeschlagen von dieser schlechten Liste, dass ich Impagato und Starmie und so nutzen soll. Auf jeden Fall, erstmal weg mit der Liste. Akani, zweiter Versuch, ich habe es geschafft. Ich will gar nicht um den heißen Brei gehen, ich zeige euch direkt, wie ich ihn geschafft habe. Beim letzten Mal war es ja richtig knapp, es hat echt nur noch eine Sekunde gefehlt. Nicht mal eine Sekunde, ein Angriff, ein Strich. Diesmal hat alles direkt beim ersten Mal funktioniert. Hat mich echt gewundert. Ich habe das Team nicht geändert. Einziger Unterschied ist, okay, beim letzten Mal hat es auch nicht so gelaggt. Aber der Unterschied diesmal war, dass nach der letzten Hydro-Pumpe, bei der man eigentlich meint, dass sie das Akani erledigen sollte, bleibt halt wirklich noch ein Strich übrig. Und beim letzten Versuch war es halt so, dass ich nach der Hydro-Pumpe nicht mehr angreifen konnte, weil er in der Animation stecken geblieben ist. Die Animation lief halt noch und dann lief die Uhr runter und ich konnte einfach nicht weiter angreifen, weil immer noch die Animation lief. Und dieses Mal war es halt ein bisschen anders. Hydro-Pumpe fertig und danach konnte ich noch weiter angreifen. Und dann ein, zwei Aquaknarren und dann, das hat gereicht. Wirklich nur dieser kleine Strich und das war der Unterschied. Zum Glück, keine Ahnung, wo ganz lag, ob es echt beim letzten Mal ein bisschen gelaggt hat. Auf jeden Fall, das war nur ein Bruchteil einer Sekunde Unterschied und diesmal habe ich es geschafft. Hat mich echt gefreut. Da kann die danach direkt abgehauen, also ist mir relativ egal. Damit habe ich jetzt zwei besiegt, Akani und Machomai. Machomai direkt beim ersten Versuch. Akani jetzt auch. Ich habe mein Team weiterhin behalten, nichts geändert. Es waren zwei Despotars gemaxt, ein Rizaros gemaxt und dann das vierte Pokémon war ein Aquana. Gemaxt, aber nicht Top IV. Und dann habe ich letztens auch einen Gengar versucht. Das werde ich hier noch irgendwie einblenden. War knapp, aber nicht so knapp. Also das war nicht wie das Akani auf den letzten Strich oder so. Da hätte noch eine Charge-Attacke gefehlt.
Da muss ich auf jeden Fall mein Team verbessern. Seitdem habe ich ein 100% Psyana gemaxt. Das wird auf jeden Fall helfen. Moment. Schau nochmal kurz auf die Liste. Während ihr den Kampf hier gegen das Gengar seht. Simsala Despot, da habe ich zwei. Simsala Psyana, das wären vier Pokémon. Müsste eigentlich reichen. Ein Dragon steht hier. Einfach nur durch Power wahrscheinlich, DPS. Möglicherweise nehme ich noch eins der Raid Despotas. Das Biss und Knirschert und Max das. Würde ich aber sehr ungern machen, weil ich habe keins mit Top IV und das würde, glaube ich, eher unnötig Staub kosten. Aber ich wäre eigentlich eh auch bereit, alles auszugeben. Meine ganzen 5,5 Millionen Sternstaub. Nur für die Raid Boss hier. Weil das ist echt eine coole Herausforderung. Und die hat mich echt fasziniert. Da bin ich echt gerade besessen davon, die zu schaffen. Blitzer, habe ich gehört, ist unmöglich. Flamaga, habe ich Verschiedenes gehört. Ich habe gehört, der ist machbar. Ich habe gehört, der ist nicht machbar. Also bis Prodigy's Nation den schafft, glaube ich erstmal nicht daran, dass der machbar ist. Wenn er ihn dann aber geschafft hat, dann versuche ich es auch. Ansonsten haben wir hier noch, also wie gesagt, Gengar. Zweiter Versuch, schauen wir mal, ob ich den schaffe. Ich denke, jetzt mit dem Psyana ist es möglich. Aquana, dafür habe ich absolut kein Pokémon. Da muss ich jetzt ein paar Pokémon pushen, eine Armee aufbauen. Und dann haben wir da noch Simsala. Also ich habe zwei Despotar, das müsste machbar sein. Wie gesagt, gegen Gengar ein bis Knirscher Despotar würde nicht schaden. Und den könnte ich dann auch noch gegen das Simsala gebrauchen. Also vielleicht mache ich mir doch einen. Auch wieder Dragonan. Gengar habe ich keinen guten, Sherox habe ich keinen guten. Hundemon hätte ich einen, aber ich glaube, ich finde nicht, dass der gut ist. Und Pinsir, das ist interessant. Vielleicht maxe ich endlich meinen Pinsir. Den wollte ich eh maxen, egal was es ist, weil es ist mein Lieblings-Pokémon. Hat aber nicht zwei Insektenattacken, sprich ich müsste auch TMs für den verwenden. Schauen wir mal, was ich jetzt mache. Also jetzt maxe ich ein paar Pokémon. Ein paar davon werdet ihr jetzt sehen. Ein paar davon werdet ihr demnächst sehen bei einzelnen Push-Videos. Die werde ich mir da aufteilen. Aber jetzt schalte ich erstmal Pokémon an. So. Ihr habt nochmal nachgeschaut. Ich habe hier einen Despotar. Das hat beste Bewertung, Attack und Defense auf 15. Ich habe jetzt keine Lust, ganz genau nachzuschauen, wie viel IV der hat, aber müsste reichen. Wie gesagt, gegen Simsala und gegen Gengar kann ich noch einen Despotar gebrauchen. Mit Biss und Knirscher. Dementsprechend mag ich den jetzt mal. So, jetzt haben wir es gleich. Hat über 200.000 Staub gekostet und fast 200 Bonbons. Wahrscheinlich sogar mehr als 200 Bonbons jetzt gleich. Und ist nicht über die 3,6 gekommen. Aber Biss und Knirscher kann ich auf jeden Fall gebrauchen. 3,575 geht schon. Ich werde noch 100% Pinsir maxen, pushen, TMs benutzen. 100% Blitzer und 100% Owei. Das hier, das ist ziemlich saftig, Level 30 war das. Entwickeln, pushen, schauen, was für Attacken es bekommt. Wenn es zwei Psycho-Attacken bekommt, werde ich es gegen Gengar erstmal benutzen. Und dann, oder wenn es zwei Pflanzen-Attacken bekommt, gegen Aquana. Und falls es zuerst die Psycho-Attacken bekommt, werde ich es gegen Gengar benutzen. Und dann TMs verwenden, damit es zwei Pflanzen-Attacken bekommt. Weil am Ende will ich zwei Pflanzen-Attacken bei ihm haben, also das ist der Plan. Dann habe ich hier noch einen normalen. Den werde ich jetzt dann pushen und entwickeln und pushen. Oder? War der gut? Ja, der war okay. Dann hätte ich mit dem einen. Mit dem 100% dann möglicherweise zwei. Mit dem Blitzer dann drei. Dann würde ich hier
den hier noch pushen. Erstmal muss ich ihm Solarstrahl geben, dann pushen und dann noch die zwei Visa Floors. Die sind nicht top, haben unter 80 AV, aber haben mir bisher gute Dienste geleistet und die haben es echt verdient, einfach gepusht zu werden auf Max. Ich hätte noch 100% Visa Sams Paar, aber das muss jetzt auch erstmal nicht sein, dass ich so viel Bonbons verbrauche. Fangen wir mal an mit. Also die anderen Sachen, das Owei, das Blitzer, das Pinsir, seht ihr dann separat in den normalen Push-Videos. Für das Video jetzt seht ihr erstmal. Machen wir erstmal den hier. Erstmal entwickeln und dann schauen wir mal, was der bekommt. Hoffentlich natürlich direkt Solarstrahl, da muss ich keine TMs verwenden. Okay. Das heißt, ich habe jetzt zwei. Oh, welche war das? Der hier oder 2452. Echt krass. Ohne Teil. Ohne zu pushen, direkt 2-4. Ah, der braucht ein TM. Genau. Die zwei brauchen TMs und dann werden die Max gepusht. Oder brauche ich überhaupt so viele? Ich habe zwei Bisa Floors. Ein Kokowai. Dann noch ein 100% Kokowai. Ein Blitzer. Das müsste eigentlich reichen. Eigentlich brauche ich nur einen von denen. Ich mache nur den hier, den ich gerade entwickelt habe. Ich speichere mir auch ein paar Bonbons und Sternstaub. Extra Sensory, genau, weg damit und Bullet Seed, alles klar. Das reicht, zwei Pflanzenattacken. Perfekt. So, pushen wir den mal. Bonbons haben wir genug. Von den Owei-Nestern. Da waren wir oft und dann auch noch vom Valentins-Event. Da war Owei sehr oft vertreten, Pflanzen-Event. Also es gab sehr viele Events mit Owei. Und das ist, glaube ich, der letzte Push. Ne, einer geht noch. Über 2,8. Gar nicht schlecht. 2,820. Schöne glatte Zahl. So. Hab gar nicht drauf geachtet, wie viel Bonbons und wie viel Teil. Und wie viel Sternstaub. Aber wie ist nochmal? Ja, ja, genau. Das war der richtige. Perfekt. So, als nächstes machen wir noch schnell zwei Visa Floors. Die sind schon relativ hoch. Könnt ihr sehen, IV nicht die beste, nur das zweitbeste. Aber wie gesagt, die habe ich echt schon lange. Das war am Anfang, wo ich noch Low Level war, eines meiner stärksten Pokémon. Die habe ich immer in den Arena gesetzt, sonst hatte ich nichts Besseres. Und pushen wir mal. Und die habe ich auch schon ein bisschen gepusht. Also die sind nicht ungepusht. Die wurden auch schon ordentlich gepusht. Und wie gesagt, die haben mir echt gute Dienste geleistet, deswegen verdienen die es einfach, dass ich die jetzt auf Max pushe. Der hier hat Rasierblatt, ist ein bisschen schlechter als der andere, der hat Rankenhieb echt krass. Ich werde es mal so versuchen und wenn Rasierblatt echt zu schlecht ist, zu langsam. Ja, aber ich glaube nicht, dass so ein großer Unterschied macht gegen Aquana jetzt dann. Dann werde ich ihm auf jeden Fall versuchen, ein Ding zu geben, Rankenhieb. Aber das werden wir ja dann im Kampf gegen Aquana sehen. So. Kommt nicht relativ hoch, aber ist in Ordnung. Müsste reichen auf jeden Fall, denke ich mal, gegen Aquana. Einer geht noch, glaube ich, oder? Nee, das war's. So. 2-4-4-1. Rasierblatt, Solarstrahl. 29.10. Den habe ich beim Doppel-Candy-Event gefangen. Da war dieser Samennest im Lulpol Park. Da bin ich und hat hingegangen. So, das zweite Bisa Floor. IV ist genauso, nur das zweitbeste. Und auch vom Oktober. Auch aus dem Bisasam-Nest im Lulpol Park. Der hier aber dafür Rankenhieb. Mit dem habe ich echt immer gerne Arenen platt gemacht. Und auch gepusht. Letzter Push. Also glaube ich. Müsste eigentlich letzter Push sein. Knapp über. Nee, einer geht noch. Hab ich mich vertan. Mit dem letzten Push gehen wir auch runter. Unter die 5 Millionen Sternstaub. Was aber okay ist. So. 200 Bonbons verbraucht für beide circa. Wie gesagt, die waren beide schon gepusht. Ganz knapp unter die 5 Millionen. Aber da, es ist noch nicht zu Ende. Wir müssen noch drei Pokémon pushen. Pinsir, Blitzer und noch ein Owei. 500.000 haben wir bereits verbraucht. Ich denke mal, die drei werden auch nochmal so 500.000 kosten. Das heißt, wir gehen auf die 4,5.
Wie gesagt, hoffentlich kommt demnächst ein Event noch, wo wir wieder ein bisschen zocken werden und dann wieder ein bisschen Staub sammeln werden, um wieder über die 5 Millionen zu kommen. Aber wie gesagt, die drei Pokémon noch getrennt in einzelnen Videos werdet ihr demnächst sehen. Werde ich zwar jetzt noch machen, aber seht ihr dann über die Wochen verteilt in den nächsten Videos. Und dann schaffe ich hoffentlich noch die nächsten Raids gegen Simsala, Gengar und Aquana. Und dann schauen wir mal, vielleicht Flamaga. Wie gesagt, wenn der machbar ist. So, das war's. Wir haben 4 Pokémon gepusht, entwickelt und gepusht und gemaxt. Ein Despotar aus dem Raid, weil er bis zum Knirscher konnte. Ein Owei. Da haben wir sogar ein TM verwendet. Hat jetzt Bullet Seed und Solarstrahl. Und über 2,8, der ist echt nicht schlecht. Dann 2 Bisafloors, einfach weil das echt 2 gute Kollegen waren. Und beide Solarstrahl müsste gut gegen Aquana sein, hoffentlich. Ansonsten war's das. Schreibt unten in die Kommentare, welche 3 Raids ihr bisher schon geschafft habt. Oder schreibt allgemein rein, welche Raids ihr schon geschafft habt. Ich versuche auch irgendwann mal jeden Raid mal zu machen, aber es dauert, wenn man nur einen am Tag macht. Und natürlich könnt ihr auch wieder reinschreiben, dass ihr leidet, weil bei euch nicht genug Spieler sind, um die Raids überhaupt zu schaffen. Aber ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Bleibt gespannt für die Videos, wo ich die anderen Pokémon Max pushe. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und Serious Business.